Es ist soweit, Part 13. Diesmal mit Konditionstraining für Feuerwehrleute und dem Feuerlöschbrot. Wieder dabei ist Nico. Eine Person hatte einen Schlaganfall. Sofort behandeln und abtransportieren. Das fängt schon mal mit dem Schlaganfall an. Das Verdienstkreuz für Rettungseinsätze habe ich ja schon. Auch wenn jetzt leider irgendwie immer mehr in der Mission sterben. Ja, wieder nur mit dem Heli transportierbar gerade. Wir stabilisieren den einfach und nehmen den dann im Rettungswagen mit. Achtung, ein Taschendiebstahl wurde gemeldet. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Fahrzeug steht zur Verfügung. Flüchtiger Taschendieb. Fahrzeug 3 fährt. Mal sehen, wo der hin will. Außerhalb der Garten. Das kann sein. Ach, den fange ich vorher ab. Bin unterwegs. Habe verstanden. Was gibt's, Roger? So, klappt euch. Fest genommen. Okay. Fahrzeug scheint. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug 1 hört. Achtung, randalierende Zivilperson. Festnehmen und abtransportieren. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Ich hab vorher gar nicht Hardcore eingestellt. Und auf einmal Gasexplosion. Ach, das ist nett. Randalierende Zivilperson, ja. Es wurde ein Brandausbruch gemeldet. Ursache unbekannt. Löschen Sie die Brände. Feuerwehrleute sprinten jetzt wenigstens endlich mal. Das werden sie jetzt gleich beim ersten Einsatz beweisen dürfen. Ich dachte gerade schon, sie sagen, das werden sie jetzt beim Einsatz bereuen. Fahrzeug steht zur Verfügung. Ich glaube, da sind ein paar mehr Verletzte. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug 4 hört. Schon unterwegs. Wenn die Polizei auch erstmal einen Kaffee trinken muss. Habe verstanden. Ja, Roger. Achtung, ein Brandausbruch wurde gemeldet. Noch ein Brandausbruch. Wahrscheinlich durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst. Löschen Sie die Brände. Ja, das erste Mal, dass ich noch ein zweites Löschgruppenfahrzeug brauche. Ich würde sagen, dann würde ich sagen, wo ist du? Schon gemacht. Ja, ja. Fahrzeug 1 führt. Geht in Arbeit. Oh, geklappt. Oh. Ihr wartet, bis der Zug da durchgekommen ist. Weil vor so einem Zug habe selbst ich mit meinen Feuerwehrleuten Respekt. Fahrzeug 4 hört. Ist doch ein Zug. Immer wieder. Auf dem Weg. Ja, auch wenn der Brand sich jetzt ziemlich weit ausgebreitet hat. Fahrzeug 4 hört. Schon unterwegs. Fahrzeug 5 hört. Schon unterwegs. Aber ist ja nur der Wald. Fahrzeug 9 hört. Tele, fahr, Tele! Hier geht ja schon ein TKW rum. Ja, so ein TLF könnte ich mir eigentlich auch mal wieder gönnen. Habe verstanden. Verstanden.
Fahrzeug 5 hört. Verstanden. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 5 hört. Kein Problem. So, Schlimmeres zu verhindern, kühlt der eine. Dürften genug Wasser haben. Fahrzeug 5 hört. Verstanden. Ja, sollte hier lieber und glaube ich mitkühlen, weil der Waldbrand wird so langsam zum Uferbrand. Also so ein Baum wird zum ganzen Uferbrand. Gleich abfahren. Hätte ich das gemeistert? Ja, schon unterwegs. Wieso löscht ihr denn schon wieder nicht? Ja, verstanden. Was geht? Schon unterwegs. Ja. Das Postamt oder was auch immer das war, ist gelöscht. Aber ich glaube, ich brauche mal einen Techniker im HQ. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Fahrzeug 1, bin unterwegs. Weil mein Löschgruppenfahrzeug hat so ein bisschen Schaden genommen. Oh, ein bisschen, aber nur ein bisschen. Komm hier und fegen. Kuppelt ihr schon mal ab. Schaffen die zwei hier hinten schon. Achtung, es wurde ein Ladendiebstahl gemeldet. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Hinderter Ladendiebstahl. Fahrzeug 9 hört. Bin unterwegs. Fahrzeug steht zur Verfügung. Oder? Na komm, versuchen tue ich es jetzt wenigstens. Was gibt's? Fahrzeug 4 hört. Bin unterwegs. Fahrzeug 5 hört. Wird umgehend durchgeführt. Bestätige. Ah, jetzt bewegt er sich. Achtung, ein Taschendiebstahl wurde gemeldet. Dazu. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 4 hören. Auf dem Weg. Jetzt schlage ich hier wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Drei sogar. Zwei Gefangene sind im Polizeiauto und ein dritter Gefangener kommt jetzt. Okay. Fahrzeug 1 hört. Wird gemacht. Los geht's. Fahrzeug 10 hört.
Fahrzeug 4 hören. Bin unterwegs. Wird gemacht. Höre. Sofort. Polizistin sollte, glaube ich, wirklich einen Orden bekommen. Fahrzeug 4 hören. Fahrzeug steht zur Verfügung. Glaube ich dir. Ja? Wie viel Geld brauche ich denn noch? Ziele 40.000. Ich glaube, das wird jetzt wieder so ein Kampagnenpart sozusagen, also dass ich wieder endlos spiele. Weil die Hälfte der Zeit ist schon wieder rum. Oder? Nee. Wir haben hier einen Not. Die Bohrinsel brennt. Ich glaube, das tat mir niemand weh. Ölfördernden Bohrinsel. Einige Arbeiter sind verletzt. Andere sind in Panik geraten und ins Wasser gesprungen. Achtung, es besteht die Gefahr einer unkontrollierten Ausweitung der Brände. Okay. Erstmal zwei Löschboote. Ja? Dann Technik-Heli. Jawohl, da habt ihr euch eingekommen. Es gibt dann eine zwei Boote. An einer Seite der Boot. Zwei Transportboote. Ja? Fahrzeug eingetroffen. Dann ITW. Jawohl. Dürfte reichen. Fahrzeug eingetroffen. Fahrzeug 2 hört. Fahrzeug 1 hört. Ich kann nur hier hinten landen, ist ja doof. Bin unterwegs. Over and out. Fahrzeug 1 hört. Sofort. Auf jeden Fall muss die Bohrinsel hier als Wartung gestellt werden. Fahrzeug 4 hört. Wird erledigt. Fahrzeug 5 hört. Ja? Fahrzeug eingetroffen. Bestand. Fahrzeug 3 hört schon unterlegen. Hören. Wird erledigt. So, das wäre abgestellt. Es wird jetzt kein Öl mehr befördert. Hä? Ich habe endlich die Ölzufuhr gekappt. Was gab's hier wieder? Nichts weiter. Dann steig mal wieder in dein Heli. Ja. Fahrzeug 7 hört. Dürften noch einige im Wasser sein. Na, hier. Schon unterwegs. Fahrzeug 2 hört. Alles klar. Fahrzeug 3 hört. Wird umgehend durchgeführt. So. Technik hier mit dem Ding hier schon mal mitnehmen. Und du kannst zurück. Fahrzeug 4 hört. Wir können schon mal aufsteigen und auf Schläuche packen. Fahrzeug 9 hört. Auf dem Weg. Fahrzeug hört. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Fahrzeug 5 hört. Wird erledigt. Ja, es finden wirklich. Ich glaube, das hier sollte ich noch hören. Fahrzeug 2 hört. Fahrzeug 1 hört. Ihr habt euch die Schläuche gepackt, dann ab ins Boot mit euch. Fahrzeug 9 hört. Auf dem Weg. Oh Scheiße. Auf dem Weg hört. Boom.
1 führen. Ja, ich liebe diese Kopfwagen. Die was? Ja, die Autodiebstahl, die fährt hier gerade rum wie ein Karotschwert. Ach, super, jetzt hat sich schon jemand umgefahren. So, ihr seid angedockt, dann könnt ihr anfangen zu löschen. Kein Problem, hier ertrinken Menschen. Wir müssen sie retten. Kein Problem. Schon eine Weile ertrinken, um Menschen zu retten. Fahrzeug 10 hört. Jawohl. Fahrzeug 10 hört. Jo, Flatsch. Ach, oh. Jetzt bin ich kontaminiert. Das ist gar nicht gut. Nee, brauche ich nämlich auch noch einen Dekomp. Sie haben alle Personen aus dem Wasser gerettet. Gut gemacht. Auf dem Weg. Fahrzeug 1 hört. So, der ITW müsste rüberkommen. Fahrzeug 6 hört. Bin unterwegs. Fahrzeug 1 hört. Jetzt fährt's rüber. Was gibt's? Was denn? Bin unterwegs. Ich glaube, die Feuerwehrleute muss ich mal quasi abfangen. Es breitet sich doch ganz schön aus hier. Fahrzeug 2 hört. So, einen brauche ich aber auf jeden Fall. Ich muss die Person hier runterbringen. Ist in Arbeit. Fahrzeug 11 hört. Fahrzeug 6 hört. Ja. Ich glaube, ich scheiße jetzt mal auf die Finanzen und hol mir nochmal so zwei Löschboote. Ja. Wie nett das einfach mal ist. Was ist da los? Im Einsatzgebiet wurden Fahrzeuge sabotiert. Das war meine. Passiert. Das war mein MTW, der gerade ein festgenommen hat. Fahrzeug eingetroffen. Das darf nicht explodieren, das habe ich ganz groß gelitten. Komm, Tedes. Fahrzeug 6 hört. Höre. Die Brände sind außer Kontrolle geraten und die Bohrinsel ist nicht mehr zu retten. Brände auf Bohrinseln sind besonders problematisch, weil unter anderem durch die vielen Rohre und Korridore die Brände sind außer Kontrolle geraten. Starke Kamineffekte entstehen, die Feuer und Rauch schnell transportieren können. Ja. Setzen Sie Feuerwehrmänner auf der Plattform ein. Würde ich sagen. Es gibt dort Hydranten, an denen Sie Löschläuche anschließen können. In der nächsten Runde geht es wieder auf die Bohrinsel. Aber verzichten Sie auch nicht auf den Einsatz von Löschbooten, die über eine besonders große Reise.
Reichweite verfügen und die Brände vom Wasser aus bekämpfen kann. So, die Tipps habt ihr gehört, die werde ich das nächste Mal anwenden. Wir sehen uns dann. Tschüss. Tschüss.